guten Abend, guten Morgen. Wann auch immer ihr gerade dieses Video angeklickt habt, liebe Zuschauer. Also blöde, hättest YouTube. Du das jetzt auch nie anfangen können. GeoGuessr, Folge 5, heute wieder mit einer Spezialfolge. Übrigens mit Jakob, Carina und Mareike, wie in der letzten Folge wieder. Hallo. Hi. Und zwar haben wir letztes Mal eine, wir haben eine Speedrunde gemacht mit Dualt. Und jetzt gibt es hier nämlich noch ganz viele andere. Wir nehmen jetzt mal Famous Places. Das heißt, nur die krassesten Orte, nur die besten. Uns liegt es jetzt rauszufinden, wo wir angekommen sind. Da erwarte ich jetzt aber auch, dass die Frauen jetzt ganz vorne sind. Die wollen das nämlich so gerne. Ja. Ich mag das auch sehr gerne eigentlich. Ein bisschen Schlösser gucken, ne? Ja, oh, da könnte ich wohnen, da könnte ich auch wohnen. Oh. Ach, man ist da drin. Ich dachte von nicht immer. Ja, nö, nicht immer. Nicht immer. Also hier ist man da drin. Rotenburg an der Town. Nee, das sind doch da. Nee, da sind sie. Das ist schon ganz nicht gemacht. Ist das Napoleon? Ist das das Louvre? Oh, hier, ja, das ist im Louvre. Geh mal aus dem Fenster. Ja, nee, guck mal nach oben. Ist das gelb? Guck mal nach oben. Das ist nicht Napoleon, aber davon abgesehen könnte es natürlich der Louvre sein. Das ist Louvre, ja. Oder, nee, hier, Versailles. Das ist Versailles mit diesem Garten da. Du hast da doch keinen Wald in Paris. Ja, nee, es ist Versailles. Also hier, und wo ist das dann ungefähr? Versailles ist in Versailles. Da. Ja, aber... Ja, da guck doch. Château de Versailles, hier. Oh, lala. Auf den Champs-Élysées. Nur 3 Meter. Meter, wohlgemerkt, Meter. Ja, das wäre seine Frau. Nächste Runde. Aber warum sollte Napoleon in Versailles hängen? Oh, hallo! Na? Oh, ich glaube, es ist auf der chinesischen Mauer. Könnte ja, dann sag mal wo. Aber das ist richtig. Meinst du denn, dieser Kerl da ist ein Chinese oder was? dazu sage ich nichts. Rassist. Es könnte irgendeine Mauer sein, ja? Es ist die chinesische Mauer, nur sag mir wo. Das ist verdammt lang. Sag mir wie und sag mir. Ja, wo ist sie denn? Sag mir Quando. Ich hab keine Ahnung, wo die ist. Ja, na, wen wollten die Chinesen draußen halten, hä? Die Mongolen. Das heißt, sie muss in der Nähe der Mongolei sein. Hast du nicht eben noch erzählt, dass du das Gefühl hast, du kommst manchmal ein bisschen altklug hier rüber? Jakob, das kann ich unterschreiben. Was weiß ich? Ich will... Oh, der Wald hört aber also ziemlich schlagartig auf da. Abgeholzt, ja. Ne? Ich will doch nur, dass Alex auch was dabei lernt, wenn wir hier unterwegs sind. Ich lerne merkt, was. Dass du ein Lehrerkind bist. Bist du Lehrerkind? Ja. Nee. Ja. Ja, gut. Es ist auf der chinesischen Mauer. Guck mal, da sieht man den Google-Mann. Der Selfie-Stick in der Hand. Sein Selfie-Stick. Das wäre aber auch wieder lustig gewesen, wenn sie hier mit dem Auto unterwegs gewesen wäre. Das hätte ich mir gerade auch vorgestellt. Ja, wo ist sie denn? Aus dem Weg. Hier, ne? Hier? Da? So. Oh, du, keine Ahnung. Ganz im Ernst. Dann machen wir hier so. Ja. Auf dem Roller. Oh. Das ist nicht schlecht. So, war Beijing. Die ist aber lang, ey. Ja, da sieht man die auch hier. Was? Na komm, lade. Ja, nee, also das ist übrigens auch eine ach, Lüge, dass man die aus dem All sehen würde. Das war der Anfang. Ja. Ist eine Lüge? Das war der Anfang. Nein, der Anfang ist am Meer. Der Anfang ist am Pazifik. Ich glaube, die Mauer hat 2 Enden, kann das sein? Das kann durchaus sein. Vielleicht alles oder ein Ende. Oh, sehr alt, Nur die chinesische Mauer hat 2. Die ist rund gebaut, einmal um China rum. Ja, Moment, aber dann kann man doch einfach zwischen den beiden Enden durchreiten als so ein gewiefter Mongole. Tja. Was? Wie auch immer. Weiter. So, wir sind in Köln. Nein. Das sieht sehr nach Köln unverkennbar aus. Unverkennbar, ja. Ja, es ist Köln. Wo war Köln nochmal? Irgendwo in Afrika. Ja, nein. Ja, ich habe erstmal. So viele Richtungen, ne? Marianne-Thema. Was könnte. Nennt man das nochmal? So ein Wasserbrücken. Das berühmte ist wahrscheinlich dieser Aquädukt. Dieses Ding hier, ne? Ein Aquädukt, genau. Aquädukt, genau. Das ist bestimmt das in Trier. Genau. Gibt es in Trier ein Aquädukt irgendwo? Na, hier, wie ist es mit Negra? Genau. Hier, wie heißt es dann? Porta Negra. Genau, es ist aber kein Aquädukt. Telefon klingelt. Wer geht zum Telefon? Ja, ich gehe zum Telefon. Ja. Ach, das ist der. Nee, da ist keiner dran. Kanela. Ja. Wie? Wollen wir nicht ans Telefon gehen? Nein, das klingelt hier im ganzen Haus durch. Das lassen wir jetzt einfach drin hier. Okay. Ne? Glück! Ja, mal was anderes, ne? Für alle, die eingeschlafen sind. Abgesehen das davon. Klingelt. Jetzt geh doch mal ran hier! Telefon. Mein Gott! Telefon. Also erstmal, ich tippe mal auf Italien, ne? Endlich. So. Ah, ja, Schuhe. Es muss Italien sein. Alarma, nee. Vision Alarma. Primera Kandidat. Hast da irgendwas? Nee, das ist natürlich dann nicht Italien. Ne? Ist es denn auch Spanien? Ist es Madrid vielleicht?
Könnte das Madrid sein? Du warst schon mal in Madrid, nee, oder? In Madrid war ich nicht. Aber in Barcelona. Restaurante war Barcelona. In Barcelona. Ja, das in Barcelona. Aber ne, ja, es ist Cerveza steht da. Das hat niemand gehört. Aber Cerveza steht da. Spain. Ich sag erstmal so Madrid. So, halten wir fest, Mareike denkt, dass Amstel eine spanische Marke ist. Da ich habe es zurückgenommen. Ja, wird rausgekattet. Ich kenne das, wenn ein Gedanke im Kopf direkt Torio rauskommt. Ja. Puerta de Martin Los Reyes. Ist das Portugiesisch oder ist das Spanisch? Spanisch? Das ist Spanisch. Okay. Nein. Sagen wir jetzt einfach mal so. Jakob weiß das schon. Ey, klick nochmal drauf. Ja. Magic Factory. Oh, die Magic Factory ist hier. Alles klar, ich weiß, du bist eine halbe Frau. Oh, guck mal, der Mann gleich zweimal. Oh Gott, die ist gelaufen an dem Typen vorbei. Gottes Willen. Ja, wo sind wir? Wir sind übrigens vom Famous Place, sind wir übrigens komplett weg. Macht das Sinn? Ja. Eigentlich gar nicht, ne? Nee. Boah, vielleicht findest du noch ein H&M oder so. Ja, oh, lass mal shoppen. Ich bin für Barca. Das ist nicht Barcelona. Nicht? Jakob, das ist nicht Barcelona. Nein, das ist nicht Barcelona. Das sieht aber auch aus wie... Aber könnte das Madrid sein, Jakob? Nein. Schön. Nein? Nein. Ich würde eher tippen, so von... kann es sein, dass es ein bisschen weiter unten ist? Ja, so Valencia, Sevilla, ja, genau. Sowas. Ah, ja, genau. Malaga ist es, glaube ich, auch nicht. Da war ich mal und ich kann mich nicht erinnern, dass er das war. Weil es kann mich auch furchtbar täuschen. Vielleicht hast du nur einfach mal Malaga Eis in der Eisdiele bestellt und... Dann ist das hier... Ich will wirklich mal Malaga. Was hat das Malaga-Eis eigentlich mit Malaga zu tun? Bumbrosinen sind meiner Kenntnis nach etwas aus Friesen. Das ist... Wie? Oh, der ist ein Schiff, der ist ein Schiff. Es gibt doch noch Malaga bei Aurich, oder? Es ist an... Irgendwo am Meer. Oh, was ist das denn hier? Das sieht doch wohl mal irgendwo ein Schild. Also. Home, ein Burger King. Okay, da gibt es Burger King. Da ist ein Burger King. Ist auf jeden Fall schön. Home of the Whopper. Das ist wahrscheinlich der Famous Place. Oh, das steht vielleicht in den Offizial. Okay, das ist also das berühmte Ding da. Ja, ich glaube auch, dass das berühmt ist. Sind wir echt blöd, dass wir das nicht kennen? Ich glaube schon. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich müsste man sich dafür schämen, dass man es nicht kennt. Armen Menschen, die auf den Bus warten. Ja, aber ich glaube, so Richtung Süden ist schon richtig. Ja, kriegt doch irgendwo Richtung Süden. Und da, was ist denn das? Oh, Moment, ja doch, da steht was. Jetzt gehe ich sehr nah ans Mikro gerade. Red einfach leise und dunkel. Ja, ich stimme. Alcázar. Segovia. Patrimonio della Humanidad. Alcázar. Eine Kathedral Alcázar. Ja, Segovia ist doch auch eine Stadt, oder? Boah, ich habe keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall nicht weit vom Meer sein. Es ist ja denn, der fährt hier mit dem Schiff durch ganz Spanien. Ich habe gar keine Ahnung. Es könnte auch immer noch... Könnte das Südamerika sein? Nee, wahrscheinlich nicht. Nein, zu europäisch. Und ich weiß nicht, ich mal... Da. Jetzt ist das gleich irgendwie Mexiko City oder so. Nee. Kommst du nicht, ne? Ich weiß nicht. Nee, da darf man dann ja aber nicht weiter, oder darf Google da weiterfahren? Ins Parkhaus. Libre. Nee, das heißt aber frei, ne? Oh, das ist das Parkhaus Libre, okay. Das Parkhaus ist frei, es muss genau hier sein. So, sollen wir machen? Nee, wenn dann eine Großstadt, komm. Ja, das muss irgendwas Großes sein. So riesig war das jetzt aber nicht. Es ist Culidad de Atrasiat Kienzas. Segovia. Warte mal, ist da irgendwo... Segovia? Ich glaube nicht, es ist Valencia, aber egal, komm, machen wir. Ist das eine harte Nuss hier? Und noch den Symbol? 63 Kilometer, es war drin. Es war an Madrid, an Segovia war ja, das? Ja, Segovia. Stand doch da auch vorne auf dem Schild. Ja, und das war das Aqueducto de... Aqueduct, ja, macht auch Sinn. Ja, die Segovia. Das hier war es. Ja. Wo habt ihr denn ein Schiff gesehen? Und da hier ist sogar der Burger King Segovia. Und hier war das... guck, das wird sogar eingezeichnet. Guck mal, da waren wir. Ja. Da waren wir. Wer musste noch in Urlaub da fahren? Da waren wir. Geogesser hat. Ne? Also, es ist schön, wenn man dann so einfach... seine Urlaubsfotos direkt speichern kann. Ja, eben. Ja. Ist so, ne? Oh, guck mal, das ist so eine interaktive Reise, da können doch alle mitkommen. Wir können bei Facebook auch immer so mal reist nach bliblablub machen. Ja, oh, stimmt. Ja. Da können wir eigentlich alle 2 Minuten Status ändern, ne? Ja. Finde ich eine gute Idee. War es das oder haben wir noch einen Tipp? Noch einen haben wir. Okay. Weiter geht's. Die nächste Runde. Das soll berühmt sein. Taxi. Frankreich. Das ist einfach ein enger Raum. Ja, das sieht nach Frankreich aus. Das ist der Mont Saint-Michel. Ich weiß, das ist nicht. Köln. Vielleicht das ist der Mont Saint-Michel. Das ist Köln. Das ist Köln. Guck mal auf die Schilder hoch. Wo war denn jetzt die Sehenswürdigkeit? Ja, das ist halt hier so alles. Guck mal, wie alt das alles ist. Guck mal hier. Da steht was. Da, links. Da, La Mer, bisschen Hula. Also es ist eine Mutter.
Hat Mutter? Ja, und der Laden ist halt eine Mutter, ne? Ja, der Laden ist eine Mutter. Also es ist auf jeden Fall Frankreich schon mal, ne? Ja, auf jeden Fall. Deine Mutter La ist wie ein Laden. Ja. De Boule la France. Aha. Das ist nämlich in... Frag mich nur, was ist daran berühmt? Warum ist es ein famous place? Guck dich mal um, das ist total schön da. In der Burg? Was? Oder ist das so Notre Dame? Ist das nicht Notre Dame? Wie heißt das denn nochmal? Mont Saint-Michel, sag ich doch. Mont Saint-Was? Ist das in der Normandie, dieses große Gebilde, was da im Wattenmeer steht. Ist das denn die Vorlage für die Schöne des Biest gewesen? Ich habe das nämlich vor kurzem noch gesehen. Da war nämlich, da wurde gesagt, was die Inspiration für die Schöne des Biest war. Gibt es nicht Essendorf? Rechts. Ja, Petit Breton. Das ist in Bretagne. Ja, also wenn das nicht nur einfach ein Bretone ist, der dort wohnt. Ja, das kann auch sein. Bretagne war hier. Ja, ja, genau, das ist die Nase da, wo Asterix wohnt. Ah, das ist vielleicht das Dorf. Das unbeugsame Gallierdorf. Unbeugsame Gallierdorf. Ah, La Belle Normande stand da. Wie kann man denn... Ich sag dir, das ist der Mont Saint-Michel. Wo ist das? Sag's mir. Irgendwo im Wattenmeer in der Normandie, also sprich östlich davon irgendwie. Ja, aber Küste, ne? Wattenmeer. Hier? Ich glaube noch weiter rechts. Ja, das ist auch noch weiter, wenn man die so schickt. Oder? Ja, da war. Da. Le Mont Saint-Michel. St. James, war das nicht das? Nee, probier mal Le Mont Saint-Michel aus. Ja, also klick da erstmal hin, aber ich möchte noch. Da stand nein. Von St. James. Ja, da oben ist aber da oben Le Mont. Ja, da. Du musst hochgehen. Ach, du hast da oben. Gelesen. Da, Le Mont. Ja, ja, aber das ist ja keine Sehenswürdigkeit. Aber das ist ja keine Stadt. Nein, das ist hier. Kannst du dir nachher bei Google angucken. Tue ich doch gerade. Ja. Das ist eine Festung wahrscheinlich mit so Lädchen drin. Nee, es ist ursprünglich ein Kloster. Das ist halt total. In die Höhe. Oh, jetzt habe ich es nicht verloren, oh Gott. Boah, jetzt ist es gleich irgendwie. Kann jemand die Gänge ein bisschen? Oh wow, guck mal hier, was jetzt voll ist, direkt. Boah, Alter. Ja, da ist das Google-Auto ordentlich mal. hat mal hochgeschaltet in den zweiten Gang. Ja, weiß ich. Boutique. Ja, nee, aber also ganz im Ernst, überhaupt keine Garantie dafür, dass es das auch ist. Aber ja, aber wäre doch schön. Warum hast du da eigentlich noch in den Ort geklickt? Du musst auf den Berg klicken, wenn es wirklich der Berg ist. Aber sieht jetzt ziemlich. Da kriegen wir jetzt eine freiere Sicht. Wow. Ja, dann könnten wir vielleicht. Hallo, guck mal, da ist die Kugel. Ach, jetzt guck dich um, auf der Brücke bitte. Brücke, was laufst du? Da war eine kleine Brücke, geh zurück. Geh zurück. Da. Oh Gott. Nein, was? Da war boah, Junge. Da, so. Geh doch zurück. Jakob, komm mal runter. Wo sind wir? Geh dahin zurück, wo du gerade eben warst. Ich will einen freieren Blick haben. Wo waren wir denn? Ja. Ich will einen freien Blick auf die Landschaft haben. Da. Guck mal. Ja, Mont Saint-Michel. Guck dich mal um. Oh, es ist nicht der Mont Saint-Michel, oder? Ist das eine Baustelle oder das Wattenmeer? Das ist eine Frage. Man weiß es nicht. Ich glaube, die bauen da gerade eine Bahnstrecke hin. Oder einen Flughafen. Ja, einen Flughafen wahrscheinlich. Berlin, es ist Berlin. Ah, guck mal, den Souvenirshop. Dann sehen wir es doch bestimmt. Warte mal, geh mal runter, da war überall. Blank, es ist. Ist das am. Cheval Blanc Boutique. Komm, es ist irgendwas mit Blanc, deswegen. Was? Le Cheval Blanc heißt einfach Blanc. Das weiße Pferd. Ja und? Das weiße Pferd. Ist das vielleicht die Kamera? Das weiße Pferd. Guck mal, die Postkarten, das sind überall, geh mal zurück. Ist das einfach umgekehrt? Sieht da irgendwas so blau? Da auf den Postkarten, gehen wir mal ein Stück zurück. Oh, da noch was. Alex, du... Da, den Ort drauf da guck mal, da ist überall hier Dingens. Ist das? Das ist... Le Mont Saint-Michel, da. Ja, guck mal, dann... So, und wer hat's von Anfang an gesagt? Ja, Jakob, du. Dann ist es genau hier, oder was? Verdammt. Genau so, dann eher. Hier. So, ich halte jetzt erstmal die Klappe. Make a guess. So, 59 Meter. Du hast von Anfang an gesagt, ist okay. 5000 Punkte, komplette Punktzahl. Oh, ja. Oh yeah. So sieht's aus. Ja gut, aber also halten wir fest, wir haben gerade 300 Fans Minimum verloren, weil ich so ein altkluger Trottel bin. Nein, aber. Weiter geht's. Noch einen haben wir. Du bist deine Zielgruppe. Wir haben noch einen. Nicht die letzte Runde? Nee, es kommt noch eine Runde. Und zwar hier in Köln. Das ist London. Das ist der Trafalgar Square. Ja, yes. Viel zu einfach das Ganze ist. Guck dich mal, das ist die Säule, auf der Lord Nelson steht. Ich weiß was, ich weiß nur nicht, wo das genau ist. Kennst du die Geschichte von Lord Nelson? Dann erzähl sie doch, wenn ich das suche. Okay, in Trafalgar hat er Napoleon geschlagen, oder wie war das? Genau, und das Besondere dabei war, Napoleon hat seine Flotte, also das war, wir waren ja auf dem Meer und haben da mit Schiffen gekämpft.
Und das war zu dieser Zeit gang und gäbe, dass die Schiffe sich alle nebeneinander stellen praktisch. Also dass, dann, dass man, wenn man ankam, schon sah, oh Gott, das sind 10 Schiffe, gegen die haben wir keine Chance. So, und nicht Napoleon, sondern Nelson wusste von Anfang an, dass er keine Chance hatte und hat darum seine Schiffe hintereinander fahren lassen. Und damit haben die Franzosen nicht gerechnet, also Napoleon. Und die haben nur eins gesehen. Genau, und dann haben die halt damit eins abgeknallt, beziehungsweise gekentert, wie auch immer. Und dann kam das nächste. Und dann kam das nächste, ganz genau. Und so. Moment, aber das ist doch genau die Taktik, nach der alle Gegner von Bud Spencer und Terence Hill sich immer ihre Backpfeifen einhandeln, indem sie immer nur einzeln kommen. Wie ist das nochmal? Geh mal darüber. Und auf jeden Fall war das... Wie hieß das nochmal? Trafalgar Square. Geh mal hier hin, da rein, bisschen hoch. Das Schöne ist jetzt, wenn Carina auf den Monitor zeigt und das niemand sieht. Ja, ich sehe das. Ah, du machst es zu schnell. Ja, du bist zu... Na? Geh mal ein bisschen näher rein. Ja. Ich bin Adlerauge. Noch näher rein? Wo war das denn nochmal? Ich bin da doch vor einem Monat auch langgelaufen. Ich glaube, das ist in der Nähe vom Trafalgar Square. Ah, das klingt ja gut. Du bist auf jeden Fall zu weit draußen. Das ist in der Nähe... da ist die National Library, richtig? Wenn die hier vielleicht irgendwie zu sehen ist? Nee, ist die... Dings? Gallery, National Gallery. Das ist auf der anderen Seite der Thames. Ja, es ist die Nordseite. Das ist in der Nähe vom Buckingham Palace. Die Nordseite. Also die West- und Nordseite. So, jetzt suchst du hier mal ein bisschen rein. Es ist hier in der Ecke. Hier, da, wo ich jetzt zeige, wo es niemand sieht. Okay, nochmal ein bisschen mehr da rein, ein bisschen da oben. St. James Park? Ein bisschen runter. Westminster, ja. So. Nee, das ist doch nicht so nah an Westminster. Nicht am, und das ist in der Nähe von Buckingham Palace, weil wenn du weiter nach da gehst. Dann also links? Links. Ein bisschen hoch? Oh Gott, ist das stressig. Da ist Buckingham Palace. Ja. Okay, wenn wir jetzt von da weiter... Ja, folgt mal The Mall. Dann gehst du immer hier rein. Und dann gehst du immer da runter. Links abbiegen. Oh, jetzt den Weg genau per Fuß irgendwie. Ja, ich bin per Fuß gelaufen. Da ist es. Ja. Hallo, ich bin Alex von Alex und Jakob spielen Geogesser bei Remastered. Sie wundern sich bestimmt, warum Sie mich jetzt sehen. Also... Das hat Gründe. Die gehen weit in die Materie. Ich will Ihnen jetzt keine große Geschichte erzählen. Im Endeffekt ist es so, der Ton hat sich verabschiedet in den letzten 3 Minuten. Was wichtig ist, Carina lag in ihrer Annahme komplett falsch. Komplett falsch. Mehrere hundert Meter falsch. Dabei war sie sich so sicher. Ist das nicht peinlich? Das ist sehr peinlich, ne? Ja. Ich habe was nochmal zu sagen. Das war's mit Folge 5. Heute kein normales Ende. Nächstes Mal verspreche ich euch. Ich verspreche es euch. Die Folge ist schon gedreht. Folge 6 wird sehr gut. Tschüss.